Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Yoshi's Crafted World. Oder soll ich besser sagen, Aloha, denn der Sommer ist endgültig ausgebrochen. Und ja, schön, dass ihr trotz den heißen Temperaturen den Weg hierher gefunden habt, um erstmal Videos anzuschauen. Oder ihr macht es natürlich intelligent und nehmt eure Switch und setzt euch einfach da mal auf die Terrasse. Und schaut darüber meine Videos. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber schön, auf jeden Fall, dass ihr es im heutigen Video wieder eingeschaltet habt. So. Hier haben wir irgendwie... Ach, hier müssen wir... Das ist so eine Challenge. Okay. Man muss das möglichst viele Ringe springen. Hat du begrenzt Zeit. Und ach du Scheiße. Durch wie viele Ringe muss man eigentlich springen? Okay, das war... Ach so, ach, es gibt mehrere Quellen. Ich dachte, man muss irgendwie über so viele Ringe springen. Das wäre es nämlich komplett gewesen. Also, es wird jetzt ein paar Versuche brauchen. Wir werden nicht beim ersten hier direkt so eine Punktlandung machen. Ach, da muss es hoch. Soll ich das riechen oder wie? So, come on. Und nope, das kann man vergessen. Da muss man hier auch noch hier so weitere von den Dingsbums Münzen hier einsammeln. Das sieht man mal. Na, kommt der Sachen was auch durch. Und bei den Rest wird es jetzt ein bisschen knapp. Außer ich hab's bis zur Uhr, was ich auch tue. Da haben wir nämlich wieder 30 Sekunden. Der hätte es irgendwie hochgemüsst. Egal, wir gehen anders vorbei. Ich meine, ja, keine Ahnung. Komm, jetzt hat man ein paar Versuche, bis das hier so klappt, wie wir es haben wollen. Weil es rennt uns eh die Zeit davon. Aber nein, weil wir haben sogar neue Side-Dingsbums da gefunden. Yay, Nummer 1. Und gleich auch noch Nummer 2 fährt extra für uns herunter. Da sehen wir mal. Ja, wie gesagt, Leute, ich hoffe, ihr habt einen schönen Sommer. Also genießt schon die ersten Sommertage, besser gesagt. Ja, hier, wo geht's jetzt denn hier weiter? Die jetzt hier so langsam schon angebrochen sind. Zeit vorbei. 7500, ich glaube, das war nicht mal irgendwie andersweise. Ach, man muss es in der Zeit schaffen, bis vom Ziel zu kommen. Sagt das doch gleich, aber er hat definitiv mehr gebraucht. Na okay, der nächste Versuch. Vielleicht schaffen wir jetzt die Reifen-Challenge hier. So wird der Part, was alles auch heißen, vereinfacht gesagt, die Reifen-Challenge. Ist auch ein toller Name für den Part, gar keine Frage. Boom. Jetzt geht's hier durch. Und hier durch. Da machen wir einen Halt, um das Ding Sums einzusammeln. Sausen durch den nächsten. Das meisten und Tiran holen die Wolke, die Blumenwolke, ganz genau da wird die Blume. Holen uns auch noch ein paar schöne Leben. Denn umso mehr Leben wir haben, umso tendenziell besser ist der ganze Spaß. Hallo. Und fliegen auch direkt zu der. Mehr Zeitdings und hier kommt es irgendwie hoch. Irgendwas mache ich hier komplett grundlegend elementar falsch. Das ist das Ding, wie ich erwisse. Vielleicht ist ja auch so gedacht, dass man gar nicht alle erwisst, sondern. Aus mir ist halt richtig übelst krasser, harter. Bro, hallo. Was ist das hier? Nee. Wetten, ich werde später, wenn ich ein bisschen weiter bin hier in diesem Level. Oder ich bin immer so ein Typ, ich schaff's dann genau eine Sekunde bevor es an dieser Size Uhr ankommt, dass die Zeit abgelaufen ist. Das bin immer so typisch ist. Also das wird heute was alles auch wieder passieren, denn ich kenne das nun mal. Und weiß, wie ich da drauf bin. Hallo? Wo ist denn hier irgendwie so ein Zeitding? Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn da hinten gehen?
Wenn ich das richtig heiße, dass man dann direkt Game Over hat da an der Stelle. Nee, das ist doch beschissen. Ich hasse Level mit so einem derben Zeitdruck. Muss man durchrassen wie sonst was. Wenn man irgendeinen Fehler macht, ist man direkt am Arsch und klebt am Arsch und... Ja, ist nicht so schön. Aua! Am Arsch und klebt. Was war was eigentlich gerade wieder für eine derbe Scheiße? Ich weiß es nicht. So, jetzt liegen wir hier durch. Schnappen wir uns auch das gute Ding. Weil man bekommt eh immer, egal wie viel Restzeit man hat, eine halbe Stunde wieder aufgefüllt. Ist auf der einen Seite gut, wenn man weniger Zeit hat, weil dann bekommt man so mehr, auf der anderen Seite halt auch schlecht, wenn man noch mehr Zeit hat. Deshalb weiß ich nicht, ob es krass so der harte Fanboy davon sein soll. Oder ob ich eher der Meinung bin, naja. Ne, hier komme ich irgendwie nie hoch, keine Ahnung wieso. Aber hiervon lassen mich auch nicht mehr stören. Weil das hindert nur Zeit und alles, was Zeit hindert, ist nicht gut für uns. Jetzt kommen hier an dieses, heißt, ich werde für die mal zu mal, ne, es lässt dann. Es ist faszinierend. Hier gilt es jetzt einfach bei allen und so gut es geht hier durchrassen. Und hier am besten direkt hier oben ankommen. Ich bin nämlich gar nicht mehr so viel verkehrt. Ja, das ist halt hier die Stelle, wo ich mich frage. Ah. Nein, nein! So, der Fuck geht jetzt hier ab. Das heißt ja drauf, dass hier das alle drei hätte rassen können. Aber egal, ich habe es immer beendet mit 1200. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Mal schauen, wie viel Münzen, wie viel von den Blumen es hier entspricht. Aber auf die Salding-Auswahl. Na dann, sind wir doch zufrieden mit dem, was wir hier erreicht haben. Yay! So, ja, wie gesagt, Leute, sind ja, Sommer ist ausgebrochen hier, man merkt es nur förmlich. Baue auch mal ein Pool zum Beispiel Tage auf. Also, das wird übelst nice, so die Sommerzeit. Auch mit E3, ne, verbindet man auch gerne mit Sommer. So, und was ist hier jetzt los? Hier haben wir jetzt die Wahl, hier, 10 Grenzeblumen und dann geht's hier weiter. Was interessant aussieht. Oder als Alternative den Weg hier auch sehen. Uff, das ist jetzt das wäre Entscheidung, wo wir am besten weitergehen. Da sieht, da sind Muscheln, das sieht nach Sand und Strand aus. Also werden wir vermutlich das im nächsten Part weitermachen. Aber erstmal schauen wir hier so einen Wunderballautomaten. Und werden hier einmal dran ziehen. Grünes Ei und was ist drin? Oh ja, eine rosa Pfirsichdecke. Deckel. Diese Outfits hier, die sind immer so liegender krass. So, einmal machen wir noch, weil ich hab gebockt, noch einmal hier rumzudrehen. Okay, das ist ein oranges Ei. Was ist hier drin? Jackpot, oder? Ein ultra seltener Rabe. Oh mein Gott. Wo? Oh, 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 oh. Sollten wir den nehmen? Also, nee, ich tue das höchstens mal aufbewahren. Irgendwann nehmen wir es dann. Aber doch schön, dass wir so mal einen ultra seltenen Rabe haben. Das ist doch so mal ganz nice. Ja, ne? Wie gesagt, hier haben wir die Entscheidung zwischen den beiden Wegen. Hier einmal das heiß, die Heiß-Kalt-Inseln. Und hier den Ninja. Das Ninja-Land. Aber ich bin dann doch eher für die Heiß-Kalt-Inseln. Und auf die Insel reisen wir im nächsten Part von Yoshi's Crafted World. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen für den Part.
Morgen geht's weiter. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.